Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Palmsonntag. Wir denken heute daran, wie Jesus in Jerusalem einzieht. Er reitet auf einem Esel und die Menge der Leute jubeln ihm zu. Doch er kommt anders als die Herrscher dieser Welt. Er kommt nicht, um zu herrschen, sondern um uns zu dienen, um sein Leben für uns hinzugeben. Im Gehorsam zum Vater und in der Liebe zu uns Menschen geht er diesen Weg. Seine Kreuzigung, sein Tod ist unsere Erlösung, unser Heil, unser Leben. So auch der Wochenspruch für diese Woche: Der Menschensohn muss erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem Gottesdienst hier in der Kapelle. Alle, die aus dem Gästehaus zu uns zum Gottesdienst gekommen sind. Und wir begrüßen auch alle, die durch eine Übertragung mit uns verbunden sind, in den Häusern oder auch übers Internet. Ganz besonders begrüßen wir heute Dr. Werner Thyssen, der uns die Predigt halten wird. Und wir begrüßen auch Herr Ulkan, der uns an der Orgel begleitet. Für den Ablauf des Gottesdienstes können Sie schon mal ein Band einlegen im Gesangbuch. Unter der Nummer 737, Psalm 22. 737. Und ich möchte jetzt schon zu Beginn des Gottesdienstes dazu einladen, wir haben an den Anschluss des Gottesdienstes das Angebot einer persönlichen Segnung. Sie können nach dem Gottesdienst bleiben und hier in den Altarraum kommen. Da sind Schwestern, die hier stehen, und Sie können sich einen persönlichen Segen zusprechen lassen. Ich werde nachher nochmal daran erinnern. Und nun lasst uns Jesus entgegengehen und miteinander das bekannte Adventslied singen: Wie soll ich dich empfangen? Im Gesangbuch unter der Nummer 11. Die Verse 1 bis 5. Thank you.
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Jesus gibt sich in die Hand der Mächtigen dieser Welt. Freiwillig geht er den Weg in die Verurteilung, ins Leiden und in den Tod. Er gibt sich in die Tiefe unseres irdischen Lebens und öffnet für uns damit einen Weg ins Leben. Mit allem, was uns bewegt, was unser Herz jetzt umtreibt, Freude und Schmerz, Schuld, Dank, Trauer, Leid, Not. Mit allem dürfen wir jetzt da sein und dürfen es in der Stille Jesus hinlegen. Er kommt mit Willen, ist voller Lieb und Lust, all Angst und Not zu stillen, die ihm an uns bewusst. Amen. Thank you.
Lasst uns beten. Heiliger Gott, segne uns diese Tage und diese Woche, in der wir das Leiden und Sterben deines Sohnes bedenken. Hilf uns, im Wort vom Kreuz deine Liebe zu erkennen und sie mit unserem Leben zu preisen. Durch ihn, Jesus Christus, unseren Herrn, der mit dir lebt und Leben schafft, heute und in Ewigkeit. Amen. Die Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Philippi im 2. Kapitel. Seid so unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Wort des lebendigen Gottes. Gott sei ewig Dank. Das Evangelium bei Johannes im 12. Kapitel. Als die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem kommen werde, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und schrien: Hosianna, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie geschrieben steht: Fürchte dich nicht, du Tochter Zion. Siehe, dein König kommt zu dir und reitet auf einem Eselsfüllen. Das verstanden seine Jünger zuerst nicht. Doch als Jesus verherrlicht war,
Da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand und man so an ihm getan hatte. Die Menge aber, die bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grabe rief und von den Toten auferweckte, bezeugte die Tat. Darum ging ihm auch die Menge entgegen, weil sie hörte, er habe dieses Zeichen getan. Die Pharisäer aber sprachen untereinander: Ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet. Siehe, alle Welt läuft ihm nach. Lasst uns auf das Evangelium antworten und unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des Allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Lied 91, die Verse 1 bis 3 und 7. Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Lasst uns in der Stille um den Segen des Wortes Gottes beten. Herr, unser Gott, wir bitten dich, öffne unsere Ohren und unser Herz für dich und dein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, Jesus zieht in Jerusalem ein. Das ist das einzige Ereignis in der Geschichte Jesu, das an zwei Sonntagen im Kirchenjahr bei uns als Evangelium im Mittelpunkt steht. Zum einen am ersten Advent, Jesus kommt und mit ihm kommt Gott in unsere Welt. Himmel und Erde haben sich berührt. Zwischen Himmel und Erde ist etwas in Bewegung gegangen. Zwischen Gott und uns ist etwas in Bewegung gekommen. Jesus kommt. Wir stellen uns im Advent auf dieses Kommen ein. Wie soll ich dich empfangen und wie begegne ich dir? Davon haben wir ein Lied gesungen. Und heute Palmsonntag. Jesus kommt, er kommt nach Jerusalem und es beginnt die intensivste Woche im Kirchenjahr. Streitgespräche und Auseinandersetzungen, ein Abendmahl, das bis heute hierher in diesen Gottesdienst hineinreicht. Leid, Tod. Und wieder haben sich Himmel und Erde berührt. Das Kommen Jesu in unsere Welt erreicht seinen Höhepunkt. Gott entmachtet den Tod. Jesus lebt. Und er wird uns mit ins Leben hineinnehmen. Am Ende wird die Freude sein. Zweimal berühren sich Himmel und Erde aufs Intensivste. Jesus kommt und er kommt nicht irgendwie. Das Erste, wenn er schon nach Jerusalem kommt, dann so, dass es auffällt. Heute könnten sich manche ja sagen, sieht das nicht ein bisschen merkwürdig aus, wenn da einer ausgerechnet auf einem Esel daherkommt. Doch die Leute damals haben sich in ihrer Bibel ausgekannt. Und Jesus erst recht. Er kannte das prophetische Wort aus dem Sacharja-Buch. Du Tochter Zion, freue dich sehr, und du Tochter Jerusalem, jauchze, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. So kam er, und seine 12 Jünger waren um ihn herum. Ein König mit 12 Jüngern kommt in die Hauptstadt eines Landes, in dem es mal 12 Stämme gegeben hat. Dieser Einzug Jesu in Jerusalem war eine prophetische Zeichenhandlung. Es klingt ja so harmlos. Leute, die applaudieren, ein Mann auf einem Esel, Palmzweige, die geschwenkt werden. Doch dieser Einzug von Jesus damals in Jerusalem war eben kein romantisches Palmzweigeschwenken, das war eine Demonstration mit Sprengkraft. Zumindest für die, die diese prophetischen Hintergründe verstanden haben. Die Schriftgelehrten standen abseits und dachten sich ihren Teil. Ja, Jesus hatte den Anspruch, König zu sein. Dem Pilatus später hat er nicht widersprochen. Ein König war in der Antike, in der Zeit des Neuen Testaments, jemand, der Macht hat und der frei ist. Und diese Macht demonstriert Jesus, als er da auf einem Esel einzieht, mit der Prophetie Sacharjas im Hintergrund. Doch Jesus sagt, dass sein Reich, seine Königsherrschaft nicht von dieser Welt ist. Es geht also um etwas anderes, nicht nur um Politik. Es geht nicht nur um weltliche Macht. Gott wird ja als der ideale König bezeichnet, so oft in den Psalmen. Denn Gott hat unbegrenzte Macht, ist sogar mächtiger als der Tod und er ist unbegrenzt frei, frei auch vom Tod. Keine Macht der Welt kann Tote aufwecken. Weltliche Macht bringt so oft den Tod. Weltliche Macht braucht machtvolle Zeichen, braucht Glanz.
wenigstens einen Mercedes mit Standarte, mit Flagge. Bei Jesus ging es nicht um seine eigene Macht, sondern um die Macht Gottes, um die Königsherrschaft Gottes. Denn seine Macht ist eben nicht von dieser Welt. Und diese Macht und diese Lebenskraft bringt Jesus in diese Welt hinein. Durch Jesus berühren sich Himmel und Erde. Und etliche haben Jesus als König willkommen geheißen. Palmzweige, die sie da am Stadttor von Jerusalem in den Händen hatten, wurden ja auch bei Triumphzügen von weltlichen Königen geschwungen. Wussten die Leute, welchen König sie ehren? Sie schrien: Hosianna, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus kam im Namen des Herrn. Und das geht nach antikem Verständnis tief. Wenn Jesus im Namen des Herrn kommt, dann kommt er als Bevollmächtigter, also als einer, der Gott vertritt. Dann ist Gott in der Person Jesu gegenwärtig. Es ist so, als wenn Gott höchstpersönlich kommt. Das ist die Folie, das ist der Hintergrund für die ganze Jesus-Geschichte, die damals auf ihren Höhepunkt zuging. Wenn Jesus im Namen des Herrn kommt, dann ist es so, als wenn Gott persönlich kommt. Wenn wir Gottesdienst feiern im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, dann ist der dreieinige Gott hellwach, hörend und segnend unter uns. Er freut sich über uns und feiert mit uns. Und sein ganzer Hofstaat feiert auch mit. Dort, wo Jesus ist, berührt Gott unsere Welt. Wenn Jesus da ist, dann ist Gott gegenwärtig. Und das gilt bis heute, hier und jetzt. Unser Gott berührt uns in unserem Miteinander. Und wenn wir singen, dann singt die himmlische Welt mit. Wenn wir Mahl feiern, sind wir aufs Engste mit ihm, mit Jesus verbunden. Erstens also, Jesus kommt im Namen des Herrn und wo er ankommt, berührt uns die Lebenskraft Gottes. Das Zweite, fürchte dich nicht, du Tochter Zion, siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen. Ein König auf einem Esel. Damals ist ein König auf einem Pferd geritten und auf sonst nichts. Als der deutsche Kaiser Wilhelm II. Vor 125 Jahren am 29. Oktober 1898 nach Jerusalem zu einem Besuch kam, musste eine breite Bresche in die Stadtmauer geschlagen werden, denn er ritt in schneeweißer Paradeuniform auf einem schwarzen Hengst majestätisch durch das Jaffa-Tor in Jerusalem ein. Er hatte es nicht kapiert. Doch es symbolisiert sehr schön, was weltliche Macht ist. Viel Selbstdarstellung, viel Attrappe, viel Kulisse und oft viel Zerstörung und Tod. Als 19 Jahre später, am 9. Dezember 1917, der britische General Allenby in Jerusalem einzog, kam er zwar als Eroberer, doch er stieg wenigstens vom Pferd ab. Er betrat die Stadt zu Fuß, wie das die Pilger seit Jahrtausenden taten. Er wollte keine religiösen Gefühle verletzen. Pferd und Esel übrigens. Pferd und Esel unterhalten sich im vorletzten Jahrhundert. Sie streiten sich darüber, wer von ihnen die bessere Zukunft hat. Schließlich meint der Esel, Pferde wird man bald nicht mehr brauchen. Aber Esel gibt es immer. Und ich sage, hoffentlich gibt es immer Esel. Das sind ja die klügsten Tiere. Stand der Esel doch schon mit seinem Kollegen, dem Ochsen, an der Krippe seines Herrn. Wie schon der Prophet Jesaja sagte, ein Ochse kennt seinen Herrn und ein Esel die Krippe seines Herrn. Und klug war dieser Esel, weil er Jesus in die Stadt getragen hat. Und dankbar war er sicher, dass er Jesus tragen durfte. Insofern ist es eigentlich erstrebenswert, so ein Esel zu sein, der Jesus zu den Menschen trägt. Ich frage mich, schaffe ich's bis zum Esel? Und letztlich fragt dieser Esel mich vor allem, wo bist du eigentlich in dieser Geschichte? Bist du so ein
kluger Esel, der Jesus zu den Menschen trägt? Oder bist du einer von denen, die Palmzweige schwingen? Oder ziehst du mit ihm ein in diese Stadt, froh, dass dein Meister so verehrt wird, schaust auf ihn, hörst genau auf ihn, was er sagt? Oder bist du einer von denen, die abseits stehen und die Sache aus der Distanz heraus beobachten? So jemand kommt mir vor wie einer, der beim Gewinnspiel unbedingt den Hauptgewinn, den Jackpot haben will, aber nicht mitspielt. Zweitens also, wo bin ich in dieser Geschichte? Lädt nicht so ein verregneter Palmsonntag wie heute dazu ein, sich zum Beispiel heute Nachmittag dieser Frage mal ein bisschen intensiver zu widmen? Wo bin ich in dieser Geschichte? Diese Geschichte ist noch nicht vorbei. Drittens, und sie nahmen Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und schrien: Hosianna, gelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn. Hosianna, haben sie gerufen. Dieser Ruf stammt aus einem Psalm und bedeutet wörtlich: O Herr, hilf. Ach, hilf doch. Dieses Na, doch verstärkt den Hilferuf. Da kommt einer, und dass er hilft, wird herbeigefleht, herbeigesehnt, herbeigebeten. Alle Wünsche und alle Klagen, die Menschen haben, werden in dieses Hosianna hineingelegt. Hosianna ist kein Jubelruf, das ist ein Hilferuf. Große Hoffnungen haben sich auf Jesus gerichtet. Und ich stelle sie mir vor, die da mit ihm eingezogen sind. Und ich stelle sie mir vor, die da am Straßenrand gestanden haben. Einige warteten auf ein Wunder. Einige sind ja mitgezogen, weil sie gehört hatten, da war doch was mit dem Lazarus. Am besten gleich wieder zuschauen bei der Auferweckung eines Toten oder wenigstens bei einer gescheiten Heilung. Lazarus damals, das war was. Hauptsache Action. Andere hofften selbst auf eine Heilung. Und etwas lag doch ganz massiv in der Luft: Befreiung von der römischen Besatzung. Ein König aus Israel soll doch seinem Namen alle Ehre machen. Und sie erinnerten sich sicher, die Leute damals, Jesus hatte sogar doch einen Zeloten, einen Terroristen bei seinen Jüngern, zumindest vielleicht einen ehemaligen Zeloten. Und was erwartete Judas von Jesus? Wollte Judas die Königsherrschaft von Jesus voranbringen und hat deshalb mit dem Hohen Rat Kontakt aufgenommen und hat Jesus völlig falsch verstanden? Und dann sind diese beiden Jünger mit eingezogen, die Zebedäus-Söhne, die wollten, wenn Jesus König ist, rechts und links neben ihm sitzen, also an der Schaltzentrale der Macht. Was haben die eigentlich von Jesus verstanden? So war es, als Jesus in Jerusalem eingezogen ist. Große Hoffnungen haben sich auf ihn gerichtet, vielfältige Hoffnungen und Erwartungen. Ein paar Tage später sind diese Hoffnungen dann umgeschlagen ins Kreuzige ihn. Hosianna, hilf doch! Wie oft erklingt dieser Ruf in unserer Welt, in unserer Zeit? Und ich frage mich, welche Hoffnungen, welche Erwartungen ich an Jesus habe, welche ich auf ihn setze. Täusche ich mich in Jesus so wie diese Zebedäus-Söhne, diese beiden Jünger? Täusche ich mich so in Jesus wie die, die bei Jesus nur auf Wunder hofften, weil was Tolles sehen wollten? Welche Hoffnung ist richtig? Welche Hoffnung ist erlaubt? Ich glaube, alles ist richtig, alles ist erlaubt. Es ist gut, auf Jesus zu hoffen und alle Erwartungen auf ihn zu setzen und dabei hinzuzufügen: Dein Wille geschehe. Und zum anderen versuchen, Jesus in der Schrift und im Gebet immer besser kennenzulernen. Die Leute damals haben gerufen: Hosianna, hilf doch!
Und der Name Jesus, Jeschua, heißt Gott hilft, Gott rettet. Der Name Jesu und sein ganzes Leben ist Botschaft. Gott hilft, Gott rettet. Er ist da, ganz nah, immer wieder lässt sich Krankheit, Leid, Zerstörtes und Zerstörerisches nahe gehen. Jesus spricht mit Kranken und Besessenen. Er lässt sich von allen inneren und äußeren Verletzungen, die ihnen zugefügt wurden, nicht abschrecken. Er hält die Nähe aus und hilft. Die Reihe solcher Geschichten von Jesus ist lang. Das sind Geschichten, die zeigen, er wendet sich denjenigen zu, die es nötig haben und von denen sich andere fernhalten. Er kommt in das Leid dieser Welt. Die Leute damals in Jerusalem sagten nicht über Jesus, sondern zu ihm hin, hilf doch. Das ist der Anfang, zu ihm sprechen und klagen. Und so können wir auch in einem Durcheinander der Gefühle in ihm einen Anker bekommen und müssen nicht treiben. Und Gedanken können so wieder klarer werden. Und unsere Schritte können wieder fester werden, mit denen wir unseren Weg gehen. Und vielleicht können wir auch manchmal unsere Hilflosigkeit leichter annehmen. Das ist der Einzug Jesu in Jerusalem heute. Die Lebenskraft Gottes berührt unser Leben, weil Jesus im Namen des Herrn kommt. Das Zweite, wo bin ich in dieser Geschichte? Eine offene Frage. Und drittens, Hosianna, hilf doch. Und der Name Jesus, Jeschua, heißt, Gott hilft, Gott rettet. Ich kann und darf meine Hoffnung auf ihn setzen. Ganz eng liegen Advent, die Vorbereitung auf Weihnachten und die Passion Jesu beieinander. Johann Sebastian Bach hat es in einem Choral des Weihnachtsoratoriums ausgedrückt. Mit Pauken und Trompeten hat er den Anfang gesetzt. So etwa könnte vielleicht die Begleitmusik zum Einzug Jesu in Jerusalem klingen. Jauchzet, frohlocket, das steht am Anfang, wie damals in Jerusalem. Und dann lässt Bach den Chor singen, wie soll ich dich empfangen? Jedoch nicht triumphal, sondern mit der Melodie des Passionsliedes, O Haupt voll Blut und Wunden. Wie soll ich dich empfangen mit der Melodie von O Haupt voll Blut und Wunden? Johann Sebastian Bach hatte verstanden, worum es geht. Jesus kommt, er kommt in das Leid dieser Welt, er kommt nicht als Herrscher, der über allem steht. Wer ihn als solchen erwartet, erliegt einer Täuschung und wird enttäuscht werden. Jesus kommt immer anders als erwartet. Das ist der Clou des Advent, das ist der Clou des Palmsonntags, der Passionszeit. Advent und Palmsonntag sagen uns, Jesus kommt, hält Einzug bei uns, hält Einzug in unser Leben. Der große Gott berührt unser Leben. Und am Palmsonntag ziehen wir mit Jesus ein, gehen mit ihm in diese Woche, gehen durchs dunkle Tal. Und wir dürfen an seiner Seite alle dunklen Täler unseres Lebens mitnehmen. Und dann kommt Ostern, Leben. Am Ende ist die Freude. Deshalb macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit. Ein König aller Königreich, ein Heiland aller Welt zugleich, der Heil und Leben mit sich bringt, der halben jauchzt, mit Freuden singt. Gelobet sei mein Gott, dein Schöpfer, reich von Rat. Ein wunderschönes Osterlied ist das, finde ich. Amen. Wir haben noch eine kleine Zeit der Stille. Und der Friede Gottes, der größer ist, als wir begreifen, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Amen. Wir feiern Advent, Palmsonntag und bald Ostern. Jesus kommt,
wie soll ich dich empfangen? Wir singen von diesem Lied, das wir schon 5 Strophen gesungen haben. Nummer 11 ist das im Gesangbuch, die Verse 6 bis 10. Lied Nummer 11, Vers 6 bis 10. Das schreibt dir in dein Herze, du hochbetrübtes Heer, bei denen Gram und Schmerze sich häuft je mehr und mehr. Seid unverzagt, ihr habt die Hilfe vor der Tür, der eure Herzen labet und tröstet, steht all hier. Nummer 11. Thank you.
Wir halten Fürbitte und auf den Ruf, wir rufen, sprechen wir gemeinsam: Hosianna, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Herr Jesus Christus, auf einem Esel kommst du geritten in die Stadt. Friedefürst, Schmerzensmann, ein Liebender bis in den Tod. Komm in unsere Welt zu all denen, die auf dich hoffen, die im Leid der Menschen und der Kreatur dein Leid erkennen und auf dich, den Auferstandenen, warten. Komm zu allen, die nach dir fragen, zu dir beten, die dich suchen, dir vertrauen, die deinen Trost ersehnen. Komm zu allen, deren Leben zerbrochen ist, die alles verloren haben. Komm zu allen, die um einen lieben Menschen trauern, und zu allen, die fragen: Wo bist du, liebender Gott? Wir rufen: Hosianna, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Komm in unsere Welt zu all denen, die an dir verzweifeln, zu allen, über die Kriege blutig hinwegziehen, in der Ukraine, im Jemen, in Myanmar, in Somalia, in Syrien und in den vielen Ländern, deren Namen niemand nennt. Komm in unsere Welt zu all denen, die dich verachten, denen ihr eigener Vorteil mehr gilt als das Leben anderer, die Gewinn und Rendite und Macht über alles stellen, die nicht zögern, Krieg und Gewalt zu entfesseln, wo es ihnen dient. Wir rufen: Hosianna, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Komm in unsere Welt zu all denen, die Angst haben, die in die leeren Augen von Söldnern und Folterknechten schauen. Komm zu allen, die das Entsetzen lähmt angesichts dessen, was Menschen einander antun können. Wir rufen: Hosianna, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Komm in unsere Welt zu all denen, die sich nach dir sehnen, die von Gerechtigkeit träumen, von Frieden und einer Welt, in der nicht das Recht der Stärke regiert, nicht Egoismus, sondern deine göttliche Schwachheit und Hingabe. Wir rufen: Hosianna, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Herr Jesus Christus, auf einem Esel kommst du geritten in die Stadt. Friedefürst, Schmerzensmann, ein Liebender bis in den Tod. Dich preisen wir und gehen dir entgegen.
Amen. Am Ausgang sammeln wir eine Kollekte ein, die ist heute für die Schutzhöhle in Hof bestimmt. Die Schutzhöhle ist ein Verein gegen sexuelle Ausbeutung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Sie tragen mit ihrer Arbeit nachhaltig und ganz konkret zum Schutz von Kindern und Jugendlichen bei. Leider wird diese Arbeit nicht durch öffentliche Gelder gefördert und so sind sie auf Unterstützung angewiesen. Und wir danken Ihnen dann auch für Ihre Kollekte. Wir verabschieden alle, die durch eine Übertragung mit uns verbunden sind und wünschen einen gesegneten Palmsonntag und eine gesegnete Karwoche. Und wir feiern das Abendmahl miteinander. Sie sind eingeladen, zur Austeilung in zwei Reihen hier im Mittelgang nach vorne zu kommen und auf Ihre ausgestreckte Hand bekommen Sie die in Wein getauchte Hostie. Wer keinen Wein empfangen möchte, der kann seine Hand aufs Herz legen und bekommt dann nur die Hostie. Wer weder Wein noch Hostie empfangen möchte, der bekreuzt seine Hände über der Brust und bekommt einen kurzen Segen zugesprochen. Und wir singen jetzt zur Vorbereitung aus dem Gesangbuch das Lied 227, Dank sei dir, Vater. 227. Musik.